Ja, wir sind jetzt hier vor der Lausitzer Straße 8. Es soll eine Zwangsräumung stattfinden bei einer Familie, die tatsächlich gar keine Mietschulden mehr hat. Es sind viele Polizeibeamte hier, viele Bürgerinnen und Bürger, und ich hoffe, dass wir diese Zwangsräumung verhindern können. Weil auch das wäre ein Beitrag zu Mietsteigerung, also verhindern wäre kein Beitrag zu Mietsteigerung, sondern wenn die Zwangsräumung Erfolg hätte, wäre es ein Beitrag zu Mietsteigerung und Gentrifizierung, und das gilt es zu verhindern. Wir bleiben alle. Das ganze Mieten. Ja, wir haben vom Bezirksamt aus, ich weiß nicht wie oft, versucht, mit Herrn Franell Kontakt aufzunehmen, ob Anrufe, Anrufversuche oder Briefe, das alles ist unbeantwortet geblieben. Das ist eine ganz andere Erfahrung als bei den anderen Konflikten, die wir im Bezirk hatten, wo wir mit den Unternehmen in irgendeiner Form zum Schluss eine Lösung finden konnten. Hier findet nicht Kommunikation statt seitens des Vermieters. Wir sind jetzt wieder zurück. Ich bin jetzt hier zurück an meinem Schreibtisch. Die Wohnung ist der Gerichtsvollzieherin übergeben worden. Unser partizipationspolitischer Sprecher Hakan Tasch war auch gegenwärtig, hat der Familie geholfen, sie unterstützt, war auch dabei, als sie dann das Haus verlassen hat. Währenddessen standen wir draußen an der Wiener Straße, dem zweiten Eingang zu der Wohnung, und haben versucht, da unsere Solidarität deutlich zu machen. Es ist uns heute nicht gelungen, diese Zwangsräumung zu verhindern. Aber es werden noch viele, viele Zwangsräumungen anstehen, wenn sich nicht schnell was ändert an dieser Form der Wohnungspolitik. Und daran werden wir weiter arbeiten.